Natur etwas blödes Gesicht, wurde durch seinen unerhörten Eifer zunehmend geschwächet und brachte ihm in seinen letzten Jahren eine Augenkrankheit zu Wege. Gott weiß zu Frauen, zu sein Leiden, teils aus Begierde, Gott und seinen Nächsten ferner zu dienen, teils auch verraten einige seiner Freunde, welche auf einen damals in Leipzig angelangten englischen Arzt viel Vertrauen setzte. Leipziger Zeitung, 1. April 1750. Am verfichenen Sonnabend hat der Herr Populist Ritter John Taylor auf dem Konzertsaale öffentlich Vorlesung gehalten. Es ist ein erstaunlicher Zulauf von Leuten bei ihm, welche seine Hilfe suchen. Unter anderem hat er dem Kapellmeister Bach mit dem erwünschtesten Erfolge operiert, sodass er die völlige Schärfe seines Gesichts wiederbekommen hat, welches unschätzbare Glück diesen weltberühmten Komponisten vieltausend Menschen von Herzen gönnen und dem Herrn Taylor nicht genug verdanken können. Diese Operation, ungeachtet sie noch einmal wiederholt werden musste, lief sehr schlecht ab. Ich konnte nicht nur mein Gesicht nicht wieder brauchen, sondern auch mein überaus gesunder Körper. Er wurde durch hinzugefügte schädliche Medikamente und Nebendinge gänzlich ruiniert.